Grüezi und hallo bei Swiss Laundry 802. Heute will ich einen feinen Wollpullover und einen, ja, das ist Baumwolle, mit so einem ganz feinen Gewebe drüber, über dem Trägergewebe waschen. Die wasche ich zusammen. Und zwar will ich das auf Wolle machen. So, Wolle, 41 Minuten bei 30 Grad. Ups. So. Und dann können wir schon starten. Bin mal gespannt, wie die Maschine das macht auf dem Wollprogramm. Das ist das erste Mal, dass ich das Wollprogramm an dieser Maschine benutze. Mensch, die hat immer eine Länge, bis sie das ausgewogen hat. Haben wir es so, und dann gebe ich noch den Weichspüler rein, ein bisschen. Das ist das Softlan, traumfrisch, und das Waschmittel gebe ich eine halbe Kappe vom Formil Feinwaschmittel rein. So. Ich glaube, das muss ein bisschen höher. Ihr seht sonst gar nichts. Mal schauen. Ja, ich glaube, so ist besser. So.
sogar im Wollprogramm schont, ist sie geizig mit Wasser. Die alten Maschinen haben bis hierhin Wasser eingelassen für eine oder zwei Teile. Naja, die heutige Zeit, Sparwahnsinn ohne Ende. Wir werden sehen, wie sie es macht. Oder vielleicht soll ich Wasser Plus drücken? Ich drücke mal Wasser Plus. Nee, will sie nicht. Toll. Naja. Aber dass sie hier nicht mal den Chat laufen lässt, das wundert mich jetzt. Auch keine Hin- und Herbewegungen, so sanfte, auch nichts.
glaube, das nächste Mal, und ich könnte es ja auch jetzt schon machen, noch ein bisschen Wasser zuschütten. Dass wenigstens ein bisschen mehr in der Trommel ist. Nach den neuesten EU-Bestimmungen darf die Maschine ja noch einen Fingerhut voll Wasser benutzen und Strom zum Aufheizen auch praktisch nichts mehr. Und das soll dann noch die saubere Wäsche bringen. Naja, nach 4 Stunden Waschzeit. Und wenn dann ein Programm 3 Stunden und 4 Stunden dauert, das ist ja sowas von bescheuert. Ich weiß nicht, wie das eine Großfamilie dann machen soll. Die müssen dann vielleicht 3 Maschinen kaufen, damit die da die Wäsche durchbringen. Jetzt gefällt mir das besser. Jetzt ist wenigstens fast alles bedeckt. Und ich habe jetzt, das sind gut 4 Liter nachgeschüttet. Fast 5. Also bei einem Teil würde es wahrscheinlich gehen vom Wasser her, aber mit 2 Teilen, da braucht es schon ein bisschen mehr. Meine alte Samsung hat da wesentlich mehr eingelassen, die hat da etwas so viel eingelassen, wie jetzt drin ist.
Na, das war ja eine sehr kurze Hauptwäsche. 20 Minuten. Okay, kein Zwischenschleudern, nicht mal ansatzweise. Bei Wolle wäre das allerdings nicht so schlimm. Wolle ist ja relativ strapazierfähig und bildet auch keine großen Knitter, also da wäre es kein Problem zwischenzuschleudern. Nun, kleine Bewegung, irgendetwas oder nichts. Nee, echt jetzt? Das war ja ein Riesenwitz. Jetzt. Nee, ich glaub's ja nicht. Also das ist ja jetzt echt für ein, ich sag's jetzt nicht. Das ist jetzt Wasserverschwendung.
Nee, also echt jetzt. Keine Vierteldrehung, gar nichts. Mann. Das ist wirklich ein Hypersensitiv-Wollprogramm.
Oh, es bewegt sich. Nee. Oh Mensch, ey. Also das wäre jetzt wirklich für den Arsch, aber echt. Nicht mal der ganze Wollpullover war bedeckt mit Wasser. Einmal halb gewendet. Der andere, der hier am Trommelrand geklebt hat, der hat vom Weichspüler praktisch gar nichts mitbekommen. Oh Mensch. Hallo, du hast Unwucht. Wie wär's mit Austarieren? Nee, wir schleudern mit Unwucht. Okay. Ja, passt. Der Trockner fliegt hier von der Maschine runter, aber ja, wir schleudern. Nee, also dieses Programm, also wenn das Fein-Seite-Programm auch so dämlich ist, und dann Prost Mahlzeit.
Ja, auch hier kein Auflockern, wie bei jedem Waschprogramm. Ich bin überhaupt nicht begeistert, wirklich nicht. Also, so. Keine Drehung, gar nichts zum Auflockern. Tja. In dem Fall, das war's. Bis zum nächsten Mal.